Ja, herzlich willkommen. Ich darf Sie tatsächlich ganz herzlich begrüßen zu unserem Webinar hier beim DDV. Es geht um die steuerliche Verlustverrechnung. Sie haben es gesehen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Das ist ein spannendes und ein vor allen Dingen wichtiges Thema. Da geht es um Aufklärung. Das wollen wir gerne tun. Da gibt es einiges zu sagen und deswegen haben wir uns eine gute halbe Stunde Zeit genommen, um Sie auf den aktuellen Stand zu bringen und Ihnen natürlich auch mit auf den Weg zu geben, was eigentlich unsere Forderungen sind, was wir eigentlich wollen, was wir beabsichtigen. Dazu müssen wir es aber tatsächlich erstmal erklären. Wir haben, um das vorweg zu sagen, und da gibt es, glaube ich, häufig die Schwierigkeiten in der Komplexität dieses Themas, das Jahressteuergesetz, das ist bereits verabschiedet, und dann gibt es das Auslegungsschreiben. Und da vieles im Leben eine Frage der Auslegung ist, ist es ganz besonders wichtig, hier drauf zu schauen. Und genau darum soll es jetzt erstmal gehen, denn dieses Auslegungsschreiben lässt noch auf sich warten und das ist noch nicht veröffentlicht, ist aber ganz elementar und es hat Folgen. Folgen für den Finanzplatz, Folgen für das Anlegerverhalten, Folgen für die Produktwelten, all das, was Privatanleger am Ende sicherlich interessiert für die Gesamtportfolioallokation, die sie da vornehmen. Wir haben tatsächlich sehr spannende Experten, die uns hier auf den aktuellen Stand bringen wollen. Ich darf sie kurz vorstellen. Sie sehen sie auch schon eingeblendet. An meiner Seite ist Dr. Henning Bergmann, der geschäftsführende Vorstand des DDV. Unter mir haben Sie Dr. Michael Völter, den Chef, den Vorstandsvorsitzenden der Stuttgarter Wertpapierbörse, der Vereinigung der baden-württembergischen Wertpapierbörse, also Pronom der Danke. Chef der Privatanlegerbörse in Stuttgart. Und daneben wiederum haben Sie Marc Tüngler, den Geschäftsführer, den Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Also wir alle haben ein ziemlich dringendes Anliegen und wollen Sie nicht auf die Folter spannen, sondern wollen erstmal mit Dr. Bergmann anfangen. Herr Bergmann, vielleicht erstmal ganz kurz vorweg die Eckpfeiler mal klar machen. Worum genau geht es und warum ist das für Anleger so wichtig? Ja, vielen Dank. Erstmal müssen wir das auch im Kontext einordnen. Es geht ja uns allen auch darum, dass wir die Wertpapierkultur in Deutschland weiterentwickeln. Wir brauchen Rückenwind für die Wertpapierkultur und haben da im vergangenen Jahr ja auch schon ganz gute Ansätze gesehen. Eine Wertpapierkultur, die brauchen wir in der Breite, aber auch in der Spitze. Und wir brauchen eben hier die richtigen, natürlich offensichtlichen Vorgaben, Kenntnisse und Erfahrungen bei den Anlegern. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, wir brauchen für eine gute Wertpapierkultur auch den richtigen, adäquaten steuerlichen Rahmen. Für alle Finanzinstrumente natürlich. Heute geht es uns um die Hebelprodukte, also Optionsscheine und Knockout-Produkte, die im Markt eine sehr wichtige Rolle spielen. Ich gehe darauf nochmal ein. Aber ganz kurz der Stand. Der Sachverhalt ist tatsächlich nicht ganz einfach. Wir haben das Jahressteuergesetz im vergangenen Jahr gehabt, wo die gesetzliche Regelung nochmal angepasst worden ist. Dieses Verfahren ist aber abgeschlossen und die Regelung ist jetzt für Termingeschäfte seit dem 1. Januar diesen Jahres in Kraft. Und wir haben dann auf der anderen Ebene dieses sogenannte Auslegungsschreiben des Bundesfinanzministeriums. Wie der Name schon sagt, geht es darum, dass hier das Gesetz ausgelegt wird. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen technisch, aber an dieser Auslegung hängt eben enorm viel. Daran hängt nämlich, wie viel Anleger tatsächlich von diesen harten Regelungen auch betroffen sind. Das Auslegungsschreiben steht jetzt kurz vor der Veröffentlichung, aber es ist noch nicht veröffentlicht. Also wir sind hier sozusagen in einer Situation, wo die Dinge noch nicht endgültig feststehen. Das muss man ausdrücklich sagen, aber die Veröffentlichung ist in großer Kürze zu erwarten. Kurz Wo vielleicht liegt die jetzt Ihre? Nachfrage, Entschuldigung, dass ich unterbreche, kurz die Nachfrage, Sie haben die Anleger schon angesprochen. Haben Sie ungefähr eine Richtzahl, wie viele Anleger das tatsächlich betrifft? Denn im Grunde genommen geht es auch hier darum zu sagen, es ist kein Luxusproblem von einigen wenigen, sondern es ist ein Problem, was tatsächlich in die breite Masse geht. Genau, das ist der Punkt, wo man sagen muss, viele Anleger sind betroffen. Es gibt eine Studie der WAU, die ist im letzten Jahr veröffentlicht worden und die kommt zu dem Ergebnis, dass wir potenziell Ende 2015 400.000 betroffene Anleger haben, im längeren Zeitraum sogar 750.000 Anleger. Und jetzt muss man sehen, im letzten Jahr sind ja eher Anleger dazugekommen. Wir haben jetzt keine aktuellen Zahlen und wollen da solide bleiben und deshalb referieren wir auf die Zahl aus 2015. Aber das zeigt, dass es hier ein Massenphänomen ist.
und eben nichts Spezielles für bestimmte Anleger. Und ganz wichtig eben auch, wir haben in dieser Studie die Feststellung, dass eben in diesen betroffenen Produkten sehr oft die Anleger nach der Studie in 68,8% der Fälle die Produkte zu Absicherungszwecken nutzen. Und wenn man sich da mal so ein einfaches Beispiel klar macht, welche Auswirkungen die neue Regelung haben kann, dann zeigt das auch die große Betroffenheit. Ich mache das immer am ganz einfachen Beispiel. Ein Anleger hat eine Aktie im Portfolio oder mehrere Aktien und sagt jetzt, okay, ich will da ein bisschen absichern, nutzt dafür ein Hebelprodukt, beispielsweise einen Optionsschein. Wenn sich jetzt der Markt so entwickelt, wie er sich das vorgestellt hat, der Anleger, nämlich es geht nach oben, dann muss er den Gewinn versteuern. Wenn aber das Absicherungsinstrument ein Termingeschäft ist, dann kann er den Verlust aus dem Absicherungsgeschäft, der ja im Grunde nur eine Versicherungsprämie ist, nicht mehr dagegen setzen. Das heißt, er muss den Gewinn voll versteuern, obwohl er wirtschaftlich nicht den Gewinn in dieser Höhe gehabt hat. Und das tritt auch ab dem ersten Euro ein, weil eben für diese Termingeschäfte ein separater Verlustverrechnungskreis etabliert worden ist. Und deshalb ist unsere Forderung, dass das BMF bei dem Entwurf bleiben sollte, der im Juni 2020 vorgelegt worden ist. Denn hier ist klar vorgeschlagen worden, dass Zertifikate und Optionsscheine nicht zu den Termingeschäften gehören sollen. Und dieser Entwurf hat insofern eine klare Regelung gebracht und den Anlegern insofern auch eine jedenfalls halbwegs vernünftige Situation beschert. Wir müssen ja immer noch sehen, dass die gesetzlichen Beschränkungen immer noch darüber hinaus hart sind und das auch nochmal ein separat zu diskutierendes Thema ist. Aber wichtig ist, dass man diese beiden eben Gesetz und Auslegungsschreiben hier auseinanderhält. Herr Völter, ich würde mit Ihnen gerne mal weitermachen und mal fragen, wie sich das eigentlich an so einer Privatanlegerbörse tatsächlich widerspiegelt anhand von einigen Zahlen. Wir haben jetzt schon diese 400 beziehungsweise auch über 700.000 Anleger gerade mal beziffert, aber dahinter steckt ja auch ein gewaltiges Handelsvolumina. Können Sie uns vielleicht mal ein bisschen da Licht in das Ganze bringen und nochmal ein bisschen verdeutlichen, was das bei Ihnen eigentlich bedeutet? Ja, vielen Dank, Herr Bergmann, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Börse Stuttgart hat sich seit vielen Jahrzehnten ja schon auf den Privatanleger konzentriert und insofern die Erfahrung, die ich mitbringen kann aus dem Markt, ist sicherlich Privatanleger getrieben. Wir wissen, dass wir mit den Privatkunden an diesem Optionsmarkt tätig sind und wir wissen auch, dass insbesondere in diesem Bereich qualifizierte Marktteilnehmer tätig sind. Gerne eine kurze Einordnung zu diesen Produktgruppen auch. Wir reden ja über Optionsscheine und Knockout-Produkte. Wir klassifizieren sie als Hebelprodukte. Das ist uns wichtig. Diese Hebelprodukte werden an der Börse Stuttgart als Kassamarkt gehandelt. Ich denke, wenn wir von der Definition Richtung Termingeschäft oder eben Nicht-Termingeschäft reden, ist das bedeutungsvoll. Was heißt Kassamarkt? Das bedeutet die Erfüllung, der Erfüllungszeitpunkt des Geschäfts ist nicht in der Zukunft über einen Terminmarkt, sondern eben T plus 2, wie wir in der Fachsprache sagen, nämlich heute plus in 2 Tagen. Eine weitere Charakterisierung ist ja auch, dass wir keine Nachschusspflicht bei diesen Papieren haben und wir deshalb insbesondere meinen und auch gerne an der Börse handeln, dass sie geeignet sind für den Privatanleger, um den wir uns ja auch kümmern wollen. Ja, aber zurück zu den Zahlen, um Herr Bergmann Ihre Frage dann auch tatsächlich zu beantworten. Hebelprodukte machten 2020 in Stuttgart rund 73% des gesamten Handelsvolumens bei verbrieften Derivaten aus, also dieser gesamten Anlageklasse, die wir da haben. Wenn ich es nochmal differenzieren darf, waren es 10 Milliarden Euro bei Optionsscheinen und 19 Milliarden Euro bei Knockout-Produkten. Wenn ich die 2 Jahre 2019 und 2020 miteinander vergleichen will, und das tue ich gerne, weil das natürlich sehr unterschiedliche Jahre waren aus Seiten der Volatilität, dann ist klar, das Jahr 2019 war deutlich schwächer als das Jahr 2020. Das bedeutet für uns, dass viele Anleger gerade in diesen volatilen Märkten, in diesen volatilen Marktphasen Hebelprodukte nutzen. Wir meinen auch, dass sie nutzen, um ihre Portfolien in die Absicherung zu nehmen. Zwischen 19 und 20 übrigens hat sich das Handelsvolumen fast verdoppelt. Also es ist ein klares Signal,
was der Anleger mit diesen Produkten macht. Düsseldorf, gleich nochmal weiterreiche. Der Hinweis an Sie, liebes Auditorium, Sie können über die Chatfunktion Fragen stellen. Sie sollen hier auf keinen Fall zu kurz kommen, denn ich glaube, aus dem, was gesagt wird, ergeben sich weitere Fragen. Die wollen wir gerne weiterreichen. Insofern nutzen Sie die Gelegenheit und probieren Sie es jetzt. Wir werden es rausselektieren, kanalisieren und dann eben die entsprechenden Fragen weiterreichen. Ansonsten, auch das habe ich schon mal gleich gesagt, wir werden im Anschluss an dieses Webinar eine Folie noch einmal vorlegen, an der sind alle Ansprechpartner noch einmal namentlich und auch mit den Koordinaten genannt, sodass Sie dann Ihre Fragen auch konkretisiert etwas später stellen können, die dann auch schriftlich gerne beantwortet werden und auch Interviewanfragen, die gerne wahrgenommen werden. Jetzt aber zu Marc Tüngler nach Düsseldorf. Herr Tüngler, Sie haben, sagen wir mal, abgesehen mal von dem Auslegungsschreiben, um das es ja eigentlich geht, das ganz große Ganze im Blick, nämlich das Jahressteuergesetz, da ist ja schon eine erhebliche Unwucht drin. Wie gehen Sie damit um? Also wir reden erst einmal bei dem Thema, worüber wir eigentlich heute reden, nicht über ein exotisches Thema, das haben wir gerade schon gehört. Wir haben eine Unterschriftenaktion gestartet, da haben fast 45.000 Anleger sich beteiligt. Also die Aufmerksamkeit, die Unruhe ist sehr groß, weil eben sehr viele Privatanleger betroffen sind. Und die mehr, die die SPD und auch das Finanzministerium ja immer in die Welt setzt, dass man hier die Anleger schützen muss vor sich selbst, haben wir gerade nochmal gehört von Henning Bergmann und auch von der Börse Stuttgart. Es geht um Absicherung. Also es soll eigentlich sicherer werden, das Anlegen, und nicht risikoreicher. Deswegen ist es eigentlich schon von Anfang an absurd. Aber wenn Sie fragen, Herr Brandau, ob ich das nochmal eingliedern kann in das große Ganze. Also Anleger sind entdeckt worden von Herrn Scholz und von der SPD. Wir haben die Transaktionssteuer, die ist ja noch nicht ganz weg vom Tisch, aber wir konnten sie einigermaßen wegschaukeln, aber sie schwebt ja noch über uns. Wir haben den Soli weiter bei den Kapitalerträgen. Ja, und jetzt kommen wir mit der Verlustverrechnung, die ja also wirklich unfassbar ist. Und vor allem ist sie verfassungswidrig und deswegen werden wir eh klagen. Aber jetzt geht es ja darum, und das ist ja auch der Grund, warum wir uns heute treffen, dass das Bundesfinanzministerium zumindest für einen Teilbereich, wo sie noch flexibel sind, das hat ja Dr. Bergmann ja sehr gut erläutert am Anfang, für diesen Teilbereich kann das Bundesfinanzministerium zumindest noch ein wenig das Ganze retten. Für die anderen Teile müssen wir klagen, aber bei den Optionsscheinen, bei den Termingeschäften kann man noch flexibel in der Auslegung zumindest noch etwas regeln. So, und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir uns nochmal vor Augen führen, hier werden Gewinne besteuert, die in der Form gar nicht angefallen sind. Also da verstößt man gegen alle verfassungsrechtlichen Prinzipien, die es eigentlich gibt. Es gibt das Gleichbehandlungsgrundsatz, weil verschiedene oder ähnliche Sachverhalte unterschiedlich behandelt werden. Leistungsfähigkeitsprinzip, weil gar nicht geschaut wird, was sind denn zusammenhängende Geschäfte auch, die am Ende des Tages gar nicht den Gewinn bringen, der dann versteuert wird als Basis. Und wir haben Leistungsfähigkeitsprinzip und. Also deswegen, wir werden da klagen. Und der Anleger wird hier im Endeffekt vorgeführt von der SPD und vom Bundesfinanzministerium. Und das kann so nicht in der Welt stehen bleiben. Und deswegen werden wir uns bei der DSW zusammen mit allen, die hier im Call sind, dagegen wehren und bereiten auch gerade schon eine Klage vor. Da wird auch noch mehr Informationen kommen. Aber das kann so nicht stehen bleiben. Also das ist schon ein Hammer, was da von der SPD und auch vom Finanzministerium kommt. Und die CDU konnte sich nicht dagegen wehren. Das ist eigentlich auch noch ein sehr trauriger Umstand. Wenn ich Ihnen bei diesem Farbenspiel, was Sie da ansprechen, so zuhöre, dann habe ich so ein bisschen, höre ich bei Ihnen raus, dass der Wahlkampf da auch eine Rolle spielt? Definitiv. Sie merken es ja auch sonst an Olaf Scholz, aber wir wollen jetzt nicht zu politisch werden. Aber augenscheinlich sieht man eigentlich die Anleger nicht so als die Gruppe an, die hier relevant ist. Aber eins, und das ist mir sehr wichtig, ist hier nochmal zu betrachten, und das ist nicht im Kern unserer Diskussion heute, unseres Termins. Aber seit dem 1. Januar 2020 gibt es auch diese reduzierte Verlustverrechnung bei Aktien und bei Anleihen, wenn ein Totalverlust eingetreten ist. Jetzt kann man sagen, selbst schuld, wenn man den Totalverlust kommen lässt. Aber die Frage ist, wann ist ein Totalverlust? Das ist eine Frage, die ist sehr schwierig zu beurteilen. Und zweitens, wir haben die Causa Wirecard. Alle Wirecard-Anleger, die jetzt Aktien von Wirecard haben, werden irgendwann vor dem Moment stehen, dass die Aktien ausgebucht werden oder dass die Aktie wertlos ist, weil dann auch das, was noch irgendwie da ist, verteilt ist. Und dann kann man diese Verluste noch nicht mal voll anrechnen bei der Steuer. Und das zeigt doch eigentlich, dass es nicht hier ein Spezialthema ist, sondern es ist sehr breit, weil wir haben hunderttausende Aktionäre allein bei Wirecard.
Ich würde gerne nochmal quasi in die Runde fragen, mit dem Henning Bergmann anfangen, denn die Frage, die jetzt hier auch in den Chat langsam reinkommt, ist relativ klar, sie liegt auf der Hand. Das, worüber wir reden, ist eine reelle Bedrohung und die Frage, die sich tatsächlich für jeden Einzelnen stellt, auch allejenigen, die sich hier eingeblendet haben in dieses Webinar, ist die Frage, was kann der Anleger jetzt eigentlich noch tun? Das ist ja, und ich sage das nochmal, auch die beiden Ebenen müssen wir da eben sehen. Wie Herr Tüngler sagte, die gesetzliche Ebene, das ist sozusagen jetzt durch und das ist klar. Und da kann man auch aktuell quasi im Grunde sagen, die Gesetzeslage ist so, aber da kann sich auch nichts mehr ändern. Und wichtig ist mir eben bei dem Sachverhalt, den wir heute jetzt speziell im Fokus haben, also hier das Thema Auslegungsschreiben des BMF und Betroffenheit von Hebelprodukten. Da gilt die gesetzliche Regelung zwar auch, aber wir haben eben hier bei der Auslegung noch diesen offenen Punkt. Und insofern, darum setzen wir uns ja gerade auch sehr stark dafür ein, dass wir sagen, wir wollen, dass diese Regelung aus dem Juni 2020, auf die sich ja auch die Anleger eingestellt haben, muss man sagen, Bestand hat. Und insofern sozusagen die Regelung, die ja ohnehin problematisch ist, jetzt noch nicht weiter ausgedehnt wird, dann muss ich das ja klar machen. Wir sind im Herbst, auch als die gesetzlichen Beratungen im Bundestag waren, davon ausgegangen, dass Optionsscheine-Zertifikate ausgenommen werden. So war seinerzeit der Entwurf. Exakt. Und jetzt auf einmal stellt es sich so dar, dass damit, die Zahlen hatten wir ja, 400 bis 750.000 Anleger geschätzt, einmal zusätzlich hier in die Betroffenheit reinkommen. Und da ist es aus unserer Sicht auch so, dass es in gewisser Weise eine Änderung der Geschäftsgrundlage gegenüber dem Sachverhalt, den wir dort im Herbst diskutiert haben. Und ich glaube, wir haben sozusagen die beiden Ebenen, aber wir müssen in den Wirkungen auf den Anleger ja immer die Gesamtschau sehen. Und da stellt sich die Situation jetzt anders dar. Und deshalb eben auch unser wirklich klarer Appell an das Bundesfinanzministerium. Aber man muss hier auch immer sagen, dieses Auslegungsschreiben des Bundesfinanzministeriums wird mit den Länderfinanzministern abgestimmt, also mit den Ministerien. Und insofern geht unser Appell hier nicht nur an das Bundesfinanzministerium, was ja, das muss man an dieser Stelle auch nochmal klar sagen, einen sehr guten Entwurf im Juni 2020 dazu vorgelegt hat, sondern er geht auch an die Länderfinanzministerien, hier diesen Weg, der dort vorgeschlagen ist, auch mit zu unterstützen. Herr Völte, wie sieht es bei Ihnen aus? Sie haben den Anlegerclub angesprochen auf die Reaktionen, die reinkommen, auch von Anlegern. Wird die Frage häufig gestellt, was der Einzelne tun kann, außer sich an seinen Steuerberater zu wenden oder vielleicht an die Deutsche Schutzvereinigung, um sich an so einer Klage anzuschließen? Wie gehen die damit um? Also wenn ich so die einzelnen Fragen, die bei uns anlanden, etwas verdichten darf, dann ist natürlich das Unverständnis sehr, sehr groß des Privatanlegers. Er fühlt sich, sagen wir mal, düpiert. Und wenn ich es übersetzen darf, dann würde ich mir wünschen, dass wir endlich in Deutschland Stabilität schaffen für den, ich sage jetzt Privatanleger, weil für den kämpfe ich hier, für den Privatanleger, wie hat er seinen Vermögensaufbau zu gestalten. Die Diskussionen sind länglich, dass wir auf der Anleihenseite wenig holen können. Das heißt, wir haben immer weniger Asset-Klassen, in denen sich der Bürger hier einen vernünftigen Vermögensaufbau treiben kann. Alte Rezepte, Versicherungen und so weiter funktionieren immer schlechter. Diese Seite würde gut funktionieren. Und immer dann, wenn wir so einen kleinen Schub in den Markt haben, und das haben wir 2020 ja gewonnen, wir haben eine unglaubliche Erhöhung der Anzahl von Depots, eine unglaubliche Erhöhung von Kapitalfluss aus der Privatanlageseite in den Markt, dann fällt der Politik etwas Neues ein. Ich muss es leider so sagen, die Erfahrungen aus der Vergangenheit sind da nicht besonders gut. Und ich appelliere noch einmal, und deshalb habe ich vorher weit ausgeholt bei dem Thema, was ist ein Termingeschäft, was ist ein Kassageschäft, diesen letzten Schub eben nicht zu gehen, sondern die Hebelprodukte nicht als Termingeschäfte zu klassifizieren. Das würde wieder Vertrauen in die Märkte zurückgeben. Die Dinge sind ja doch, wobei wir lauter Spezialisten unter uns haben, doch recht kompliziert. Ich glaube, da kommt ein diffuses Bild beim Verbraucher an. Aber muss das denn sein? Nein, ich appelliere dafür, dass es nicht so passieren würde. Was passiert in der Realität? Denn wenn es so käme,
Wir fordern vom privaten Verbraucher, dass er Vermögen aufbaut, auch für die Altersabsicherung. Das ist jetzt mit den Freibeträgen, den 20.000 Euro, wäre das am Anfang eines Vermögensaufbaus wenig problematisch. Aber sobald man schon in mittlere Vermögen hineinkommt, und ich mache jetzt mal ein Aktiendepot auf mit 100.000 Euro, und wir hätten mal einen Kursverlust mit 30%, das haben wir letztes Jahr auch gesehen, dann wäre da ein Verlust im Aktienbereich mit 30.000 passiert. Auf der Derivate-Seite würde man sich erholen mit 30.000 und kann die Dinge dann nicht mehr miteinander verrechnen, sondern muss einen Teil, also abzüglich des Freibetrags, verrechnen. Das ist unzulässig, weil wir müssen dann eine Versteuerung einsetzen an der Stelle, wo wir wollen, politisch auch wollen, dass der Verbraucher Vermögen aufbaut und das entsprechend dann auch für die Zukunft absichert. Also wir können diese Konsequenzen nicht haben wollen und Appell an Politik und Finanzverwaltung ist eben nicht dieser Besteuerung zu unterwerfen. Ich hätte noch mal eine Frage. Tatsächlich sind alle drei Juristen in dieser Runde, vielleicht mit Dr. Bergmann angefangen. Wie sind denn die Chancen mit so einem Eilantrag, wird hier im Chat gefragt. Also kann man sich nicht direkt im Grunde genommen gegen eine solche Vorschrift wenden, gegen ein solches Vorhaben? Natürlich kann man das machen. Wir haben ja da ausgeprägte Rechtsschutzmöglichkeiten in Deutschland. Auch im sogenannten vorläufigen Rechtsschutz gibt es die Möglichkeiten. Da muss man aber sagen, je nachdem, über welche Ebene wir jetzt reden, sei es Gesetz oder sei es quasi hier in der Auslegung, das ist natürlich die Frage, wie lange dauert das? Wird das im vorläufigen Verfahren angenommen? Im regulären Verfahren kann es länger dauern. Und darum, das muss ich auch ganz klar sagen, ist unser Hauptpunkt jetzt zu sagen, das Beste ist gleich vorne richtig ansetzen, gleich die richtige Regelung schaffen. Dann müssen wir nicht mehr über Rechtsschutz, jedenfalls im Hinblick auf das Auslegungsschreiben, sprechen, sondern die richtige Regelung treffen. Und dafür ist es eben nicht zu spät. Und noch ein kurzer Hinweis nochmal hier an dieser Stelle, weil ja die Frage ist, vielleicht auch im Raum steht, warum kann man das denn anders sehen und warum gibt es da Diskussionen überhaupt über diese Begrifflichkeiten? Und da ist einmal ganz wichtig, dass man sicher auseinanderhalten muss, eine fachliche Ebene und sozusagen eine Ebene der Auswirkungen. Und wir sind auch hier als DDV nochmal gerade aktuell am Montag mit einer Stellungnahme auf das Bundesfinanzministerium, Länderfinanzministerium zugegangen und haben ihm auch nochmal klar fachlich dargelegt, warum der Weg, der im Juni 2020 bestritten worden ist, der richtige Weg ist und dass man ihn auch bestreiten kann. Lars, vielleicht kann ich noch mal zwei Sätze dazu sagen. Also die DSW wird prüft beide Wege und wird wahrscheinlich auch beide Wege gehen. Es gibt eine Rechtssatzverfassungsbeschwerde, das heißt, unmittelbar gegen ein Gesetz kann man ja nicht angehen als Bürger. Da gibt es ein Normkontrollverfahren, aber das können wir vier hier nicht einleiten. Aber es gibt eine Rechtssatzverfassungsbeschwerde, wo man direkt durchmarschieren kann. Dann muss es unzumutbar sein für den Betroffenen, den Rechtsweg durchzulaufen, den man normalerweise laufen muss, angefangen beim Finanzgericht bis nach oben hin. Das werden wir parallel machen, deswegen parallel, weil wir wahrscheinlich den normalen Privatanleger nicht so unzumutbar, aus unserem Blickwinkel schon, aber von oben betrachtet, wird das streitig sein, unzumutbar belastet sehen. Wir haben ja eine andere unzumutbare Belastung, das Schreiben ist noch gar nicht da. Also seit dem 1. Januar 2021 ist die Regelung im Gesetz, aber wir haben noch gar keine Ahnung, wie wir es umsetzen sollen. Das ist so ein Problem für die Banken. Aber wir fahren beides. Einmal die Rechtsverfassungsbeschwerde und den normalen Rechtsweg. Und ich kann nur alle aufrufen, sich bei uns zu melden, bei der DSW oder beim DDV oder bei der Börse Stuttgart. Aber wir werden das wahrscheinlich koordinieren, dass wir so eine Klage auch durchführen. Wir brauchen jemanden, der klar beschwert ist, egal welchen Weg wir gehen. Und da kann man nur sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, es gibt ein Gutachten, die Dinge sind auch gut vorbereitet. Wir brauchen jetzt noch die richtigen Fälle, um auch dann vielleicht auch mehrere Fälle, nicht nur einen, ich denke, wir sollten mehrere Fälle dann nehmen, dass wir das dann durchexerzieren können und dass wir dann möglichst schnell, also wir werden den allerschnellsten Weg nehmen, der auch dann zu dem Ergebnis führt, was wir uns alle wünschen. Das ist klar. Ich habe trotzdem noch mal ein paar Nachfragen, die hier aus dem Chat kommen, an die Juristenrunde. Vielleicht noch mal, Henning, bei dir eine reine Verständnisfrage, die hier gestellt wird. Wie kann es eigentlich sein, dass Gewinne besteuert werden, die gar nicht angefallen sind? Ja, das ist tatsächlich eine sehr berechtigte Frage. Das Gesetz, das muss man so klar sagen, sieht aber diese asymmetrische Besteuerung vor. Also das ist ganz klar so im Gesetz beschlossen worden,
dass man gesagt hat, man begrenzt hier quasi diese Anrechnung und das führt eben dazu, weil man nicht verrechnen kann, dass diese Besteuerung so eingreift. Also da muss man an dieser Stelle auch ganz klar sagen, das war eine bewusste Entscheidung des Gesetzgebers, das zu machen. Wir halten das ist klar, für vollkommen falsch, haben uns auch sehr stark dagegen eingesetzt, aber es ist die Entscheidung, die dort leider getroffen worden ist. Eine Nachfrage nochmal an Herrn Völter, und zwar auch nochmal im Hinblick auf die 400.000, die wir aus der Studie entnommen haben an Personen, die mit den Hebelprodukten mindestens arbeiten. Die Frage danach, ob Sie ungefähr absehen können, wie viel da tatsächlich diese 20.000 Schwelle reißen würden. Das sind ja nicht alle 400.000, aber kann man ungefähr absehen? Gibt es da irgendein Zahlenmaterial, was valide ist? Also aus unserer Sicht können wir das eigentlich nicht abschätzen. Wir wissen auch gar nicht, ob der eine oder andere diese Schwelle, ob den diese Schwelle überhaupt interessiert, ob es überhaupt beachtet. Wir gehen von signifikanten Einbrüchen aus im Handel, aber wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass die Möglichkeiten des Privatanlegers, sich abzusichern, dass die deutlich eingeschränkt ist und er auf andere Produkte ausweichen müsste. Die mag es im Markt ja auch geben, die haben jetzt gar da keine besonders starke Position, der würde sich da vielleicht etwas ändern. Definitiv ist, sie werden signifikant teurer werden. Und insofern, diese Ausweichreaktionen werden da sein. In Zahlen möchte ich darüber nicht spekulieren. Ich hätte ja vielleicht eine andere Botschaft an die Politik. Wir haben vorher diskutiert, dass wir ein Wahljahr haben im Jahr 2021. Mein Wunsch wäre, dass sich mal alle Parteien, jede für sich selbst, Gedanken macht, wie sehen sie den Vermögensaufbau des Bürgers in Deutschland vor? Und wir können dann zur entsprechenden Zeit über diese Konzepte abstimmen. Ich glaube, wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche Diskussion zu diesem Thema und müssen dann nicht immer in einzelnen und kleinen Sachabschnitten über Detailfragen diskutieren. Wir brauchen einen Grundsatzkonsens in dieser Gesellschaft. Was wollen wir und wie wollen wir es machen? Dann könnten wir uns, glaube ich, sehr, sehr viel an Detaildiskussionen ersparen. Wir sehen jetzt gerade einen Vorgeschmack auf das, was kommt bei Rot und Grün. Ne? Also das ist auch glasklar, aber es wird zu politisch. Ne? Ich wollte ganz kurz noch eine Ergänzung machen. Kurze Abschließung. Vielleicht etwas von der Vorbereitung her. Dass eben im Grunde genommen jeder Anleger, der ein Termingeschäft macht, schon vom ersten Euro an Verlust betroffen ist, weil eben hier keine Verlustverrechnung auf Bankenebene mehr erfolgen wird und weil dieser Verlust in den separaten Verlustverrechnungskreis ist. Also im Grunde genommen greift die 20.000 Euro Grenze hier gar nicht, sondern der Anleger ist ab dem ersten Euro Verlust betroffen. Und insofern kann man einfach sagen, wir nehmen mal die 400.000 von Ende 2015, 400.000 Anleger betroffen, die dann in die Veranlagung gehen müssen. Auch nebenbei bemerkt eben viel Aufwand, viel Bürokratie, die damit verbunden ist. Aber die Betroffenheit fängt ja nicht bei 20.000 Euro an. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man eben sozusagen hier die Zahlen auch nochmal sieht. Ein vollkommen absurd wird es ja, Entschuldigung, Lars, muss nochmal was sagen. Vollkommen absurd ist ja, dass es nur im Einkommensteuergesetz geändert wird. Also es trifft ganz mit dem Skalpell genau nur die Privatanleger. Sobald man eine GmbH darüber setzt, ist das Thema überhaupt gar kein Thema mehr. Also es geht gar nicht darum, hier spekulative Themen irgendwie zu adressieren. Es geht ausschließlich darum, den Privatanleger zu treffen und hier dafür zu sorgen, dass er nicht mehr frei ist in seinen Entscheidungen. Und Dr. Bergmann hat es gerade gesagt. Ich habe noch zwei Nachfragen, die würde ich gerne stellen, weil uns die Zeit wirklich ein bisschen davonläuft. Und zwar wird hier im Chat gefragt nach zwei Dingen, die, glaube ich, auch ganz plausibel sind. Nämlich das eine ist, hat einer von Ihnen eine mehr als eine Vermutung darüber, inwieweit zum Beispiel die Direct Broker, diese ganzen Neo Broker darauf vorbereitet sind? Also im Grunde genommen die auch wahnsinnig viele Neukunden im Geschäft im zurückliegenden Jahr verbucht haben. Und die zweite Frage war, gibt es nun, weil Sie alle Juristen sind, eine Nachfrage hier aus dem Chat in Richtung Ausweichmöglichkeiten. Was passiert denn? Wir haben es schon gehört, Produkte werden teurer, andere Produkte werden vom Markt verschwinden. Aber was gibt es für Anleger noch für Möglichkeiten, wenn sie jetzt nicht auf die Entscheidung eines juristischen Weges warten wollen, sondern welche Möglichkeiten gäbe es dann im Zweifelsfall
ist absehbar, was ein Anleger eigentlich tun kann. Wer möchte? Also ich frage mal, ich würde mal loslegen zu den Neobrokern, ohne zu wissen, was genau in den Geschäftsbüchern oder Geschäftsmodellen der Kollegen oder unserer Zulieferer eigentlich von den Produkten steht. Wir haben uns alle auf diese heutige Regelung vorbereitet und das, was jetzt neu kommt, das steckt in den DV-Systemen sicherlich noch nicht drin und muss jetzt umgesetzt werden. Aber das muss dann auch einfach mit entsprechendem Verwaltungsaufwand begleitet werden. Man will sich ja entsprechend rechtskonform verhalten. Unschön ist das allemal, Dr. Bergmann hat darauf hingewiesen, dass die Versteuerung sofort einsetzt beim ersten Euro Verlust aus einem Geschäft heraus. Zu der zweiten Alternative, glaube ich, oder zu dem zweiten Thema, muss man warten, wie die Emittenten auf die Produkte reagieren. Man kann sich sicherlich überlegen, neue Produkte zu schneidern, die dann gegebenenfalls wieder in andere Anlageklassen hineinfallen, also eben nicht diesem Termingeschäftsbegriff unterliegen. Aber das ist doch ein Ausweichen von Themenstellungen, die wir eigentlich gar nicht haben wollen, weil es liegt auf der falschen Linie. Ja. Ich möchte gar nicht diskutieren über Ausweichmöglichkeiten, sondern mir wäre es viel wichtiger, dass wir die heutige Situation einfach beibehalten und dem Privatanleger seine Chance geben, sich entsprechend abzusichern. Aber Herr Völker, das ist doch genau der Punkt, dass die Bundesregierung durch ihre Regulierung dafür sorgen wird, dass die Produkte, die demnächst dieses Problem lösen, sehr viel komplexer sind, sehr viel teurer sind. Und wem ist dann geholfen? Niemand. Maximal dem Fiskus, aber selbst das wird dem Fiskus nicht besonders helfen. Also deswegen treibt eigentlich die Regierung hier und die Regulierer hier die Anleger in kompliziertere Produkte und teure Produkte. Nochmal einmal kurz zu den Neobrokern oder überhaupt zu den Brokern. Wir müssen auch alle ein bisschen aufpassen. Wahrscheinlich wird es so sein, dass wir jetzt im Jahr 2021 ein Übergangsjahr haben werden, dass noch die alte steuerliche Regelung angewandt wird. Achtung, in der Einkommensteuererklärung wird sich das aber wieder zurückgeholt. Also da muss man aufpassen. Da gibt es jetzt schon teilweise Rundschreiben von den Banken. Das hört sich alles noch ganz charmant an, als wäre es erst in 2022 valide. Nee, die Banken in der Umsetzung werden die noch so tun, als wäre 20 Regelungen einschlägig, aber dann kommt der Hammer mit der Einkommensteuererklärung. Also Vorsicht, nicht zu früh freuen. Die Steuer ist deswegen nicht weg, sondern sie wird verschoben auf die Einkommensteuererklärung für das Jahr 2021. Kurzes abschließendes Wort noch von Henning. Ja, ich glaube, man kann es nur auch zusammenfassend sagen. Wir haben ein ohnehin sehr, sehr problematisches Themenfeld mit einem Gesetz, was sehr, sehr schwierig ist. Und wir haben jetzt hier eine pragmatische Lösung auf dem Tisch gehabt für unser Themenfeld Optionsscheine und Zertifikate aus dem Juni 2020 des Bundesfinanzministeriums. Und wirklich der eindringliche Appell, daran sollte unbedingt festgehalten werden, denn wir haben hier gerade eben so ein zartes Pflänzchen in der Wertpapierkultur in steigenden Anlegerzahlen. Und das würde hier wirklich gestoppt werden. Und die größeren Ziele, die wir hier haben, sollten an dieser Stelle in keinem Fall konterkariert werden. Und insofern wirklich die eindrückliche Bitte hier an Bundesfinanzministerium, Länderfinanzministerium, behalten Sie diese Regeln aus dem Juni mal. Ich nehme das als Schlusswort entgegen, darf mich bei Ihnen dreien gleichermaßen bedanken für Ihre Stellungnahmen, Ihre Position und dafür, dass Sie die Fragen beantwortet haben. Ich sehe bei mir in dem Chatverlauf, dass auf jeden Fall alle dran geblieben sind, die sich von Anfang an eingeschaltet haben. Wir sind ein bisschen länger geworden, 35 Minuten, das ist aber völlig okay. Würde jetzt aber nochmal darum bitten, die richtige Folie einzublenden, nämlich die Folie, auf der ausgewiesen sind die Ansprechpartner, um die es geht. Sollten Sie noch Nachfragen haben, weil Ihnen das jetzt nicht ausführlich genug war oder weil Sie einen Bericht irgendwie vor Augen haben, den Sie schreiben oder publizieren wollen, wo es noch Nachfragen gibt, dann wenden Sie sich doch bitte an einen oder alle drei Ansprechpartner. Das ist überhaupt kein Problem. In schriftlicher Form ist das Einfachste. Und ansonsten, glaube ich, kommen wir erstmal weiter. Ich hoffe, Sie nehmen den Mehrwert aus diesen 35 Minuten mit und kommen noch mit weiteren Fragen auf uns zu. Wir würden uns in jedem Fall freuen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse erstmal, wünschen Ihnen einen schönen Tag und in diesem Sinne erstmal alles Gute. Vielen Dank.